Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der Schanz auf der Suche nach meinem Abenteuer. Hier ist euer Justus König, der Abenteurer, der YouTuber, Hobby-YouTuber aus Würzburg. Ja, der kann als Jana Schanz der Abenteurer oder Captain Hacker. Ist unterwegs mit der Kumpel. Jürgen Graf! Ja! Wir machen sie wieder auch einen Daumen hoch. Ich. Yes. Oh. Und wir sind hier beim Steinbruch bei Dudenheim, Ickersheim, ich sage dazu Frankenberg, das neben dem Schwamberg, im Landkreis Kitzingen. Wir sind von Rassacker 30 Kilometer entfernt, 30 Minuten Auto, zuerst gefahren und bei der Paradiesscheune, meine Paradiesscheune, haben wir geparkt, steht da vorne. Ja, und hier kann man eine, ja, und wenn man da unten hochläuft, wo wir es geparkt haben, ist ein steiler Weg. Aber schaut ja voll cool aus, gell? Total cool. Und dann ist ja noch so ein paar Mal Blick. Und das schauen wir uns an. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und dann ist Einschauen, Film ab und Action! Bleib mal stehen. Ich weiß nicht, ob es die drauf ist. Warte mal ganz kurz. Ja, du warst ziemlich weit liegen. Komm mal ein bisschen weiter in die Mitte. Sehr gut. Und jetzt noch dein Actionprogramm. Sag Action! Action! Bleiben Sie dran, es wird spannend. Euer? Justus, Oberlaut. Euer König. Justus. Justus, der andere. Jetzt bei Video. Okay. Was denn los ist, okay? Hier ist der Eingang. Oh, danke, Herr König. Der Hammer dachte. So, hier, ja klar, ist kein Problem. Hier, dein Auto ist geparkt und da haben wir uns Eingang. Da steht auch Steinbruch, guck mal, wie viele Kilometer wir verlaufen eigentlich. Aussichtspunkt alter Steinbruch, 0,5 Kilometer. Tannenberg heißt es, oder geht's da? 0,5 Kilometer. Mit Wind. Doch, jetzt müssen wir dran machen. Hoch. Hier hoch. Das soll 0,5 Kilometer sein. Zum Steinbruch. Das ist sehr windig. So willst du aber heute keinen Regen, oder? Das Gute ist, der Wind vertreibt den Regen. Ja. Sonst könntest du den Weg gleich laufen. Siehst du das? Wenn der nass ist, ist es ziemlich rutschig dann. Ja. Und solche Wege sind der Schungelfahrt. Hä? Der Schungelfahrt hat so einen Weg. Hä? Ja. So. Laufen wir da lang. Einen halben Kilometer. Aber bergauf, gell? Ja. Ist doch irgendwie anstrengend. Stell dir mal vor, du musst den Weg runterlaufen. Es hat geregnet und es ist alles matschig. Oh, da kannst du gut runterrutschen. Ja. Sehr gut rutschen. So.
Und sehr windig. Hoffentlich rendiert sich doch der Weg auch. Wieso? Ich sag doch bloß. Ist doch anstrengend, oder? Ja. Ein bisschen verwöhnt. Wenn du Pause brauchst, musst du auch sagen. Ja. Gut. Na, ich merke es mit dem Asthma schon wieder. Da muss ich öfters Pause machen. Ja, ist doch gut so. So. Muss es gleich sein, oder? Mhm. Denke mal nach der Kurve. Das halt nach der Arbeit. So. Zwei Wege. Ja. Einer rein. Ja. Ja. Unser Steinbruch erreicht. Was? Ja. Wow. Geschafft. Sag mal, da haben viele Leute was hinterlassen. So kleine Steine, was reingemacht. Ja, jemand hat mich die Hälfte von hier abgehört. Ja. Danke dir, danke dir. Danke. So. Nach 56, guck mal. Boah, weißt du, alles schön. So. Ist so krass. Schön gemacht. Ich hab's am Eingang gemacht. Schlecht so aus. Ja, und? Schwenken. Nee, so doch, mach mal, mach mal. Zug mich von heute zu. Ey, super. Yeah. Wow. Yeah. Ey, jetzt geht's los. Achtung. Wunderschön, der Steinbruch. Guck mal. Wow. Da kann man hochklettern. Er ist gleich oben. Und dann geht's hinten. Das wird lauter Action. Jetzt wisst ihr, was vorne und hinten ist. So.
Und da kommt die milde Gabe. Hey, milde Gabe. Geil einfach. Geil hier, geil hier. Das Hochlauf macht sich gelohnt. Daumen hoch. Justus, ja. Unser König. Yeah. Der Abenteurer. Der Abenteuer. Justus, unser König. Yeah. Komm du her, es rendiert sich. Ja. Aber es ist sehr windig, Leute. Nein. Das hört sich nur so an. Windschutz. Indiana Johnson bereitet sich auf ein schweres Abenteuer vor. Wir wollen, dass er jetzt nicht davon fliegt. Ah ja, das Schwerste ist, von einer Jacke anzuziehen. Mit der Ausrüstung. Mit der Ausrüstung auch so. Ja. So. Also gut. Da kann man sich hier machen. Hey, guck mal her. Justus, der Sitzer. Auf seinen König. Kann man handeln, sich ausruhen, Picknick machen und so weiter und so fort. Yeah. Wir schauen uns mal um. Guck, da sind Löcher drin, für was? Zum Klettern. Ja. Und da unten ist Liebe. Liebe? Ja. Hast du das Herz auch mit drauf? Ja. Ja, das liebe Herz, guck mal hier, schöne Form gemacht ist. Und da geht's weiter hoch. Aber ist nicht so. Oh. Ist aber gerade nicht ungefährlich hier oben. Da oben ist gerade nicht ungefährlich. Weil da geht's runter. Da geht's steil runter. Ein starker Wind und da fliegt er runter. Ist gefährlich. Bei dem Wind. Sie haben eine fiese Endostale. Ja? Nein, Ende. Da geht's runter. Und das ist so dreckig. Der Boden ist lehmig, also. Nicht empfehlenswert heute. Ja. Der Boden ist sehr lehmig und es kann sich sehr nicht rutschen. Ich hab dich. Langsam. Ja. Ich hab. Nee, du musst nur umguck, das Stück da vorne kommen. Ja, aber du bist sicher. Nee. Da rutschst du weg, rutschst du aus, weil da glatt ist. Der Wind. Da hast du Arschkarte. Ja. Da steht oben keinen mehr. Ja? Dann brauchst du dann die Bergwacht oder sowas. Ja, kommt, oder kommt. Dann laufen wir mal hinterrum. Vielleicht sind wir da noch auf. Mit einem Stein. Nee, da kommst du nur runter, wo du hochgekommen bist vorhin. Da hast du runterkommen wieder. Könnte sein. Könnte auch nicht sein. Dann bist du auf dem Steinlauf drauf oben drauf und das, also, da geht's wieder runter. Okay. Naja, müssen wir schnell in der Richtung gehen. Dann gehen wir in der Richtung, oder? Weil da vorne ist ein Schild oder was? Ja. Schilder sind gut, dann ist irgendwas. Dann ist da auch irgendwas. Mhm. Achtung, Steinbruch. Lebensgefahr. Gut. Okay. Ah.
Ja. Das ist der Steine. Da aus dem Rum. Und da ist unser Panoramaweg, guck. Und da geht es halt hinten nur ins Gestrüpp. Laufen wir einfach rein, was da kommt. Und wie oft warst du hier oben schon? Null Mal. Im Steinbruch zum ersten Mal. Ich glaube, da hinten ist nichts mehr. Da ist irgendwie eine Quelle oder irgendwas, was kann das sein? Sieht nicht so blöd aus, so viel Steine. Ja, schaut alles so blöd aus, aber ist nichts. Langsam? Ja, ich bin langsam. Okay, was meinst du dann? Ja. Dann fallen wir mal raus. Dann haben wir's. Ich schau mal vorwärts. Nee. Da ist nichts mehr gescheit. Alles verwachsen, verwildert. Wenn du da hinten rein möchtest, müsstest du da durch. Das siehst du gar nichts. Das ist doch nichts. Dann laufen wir ein paar Mal weg, oder? Weiter. Ja. Was machst du? Sieht noch blöd aus. Sieht noch blöd aus, ist nix. Täuschend. Alles verwachsen. Ja, Stacheln. Also aus, kommst du durch? Ja, danke. Ja, danke. Sind wir raus? Ja, das ist ja... Ja, gut, das ist ja nichts Besonderes, nur Steine und viel Wildwachs, gell? Ich denke, ich eigentlich Steinbruch. Das wissen wir warum. Ja. Das habe ich gemeint, da könntest du reinlaufen. Okay, laufen wir da rein. Aber noch langsam. Ja, sau langsam. Okay. Noch sau langsam. Einen Schritt nach wandern. Und ich sag dir, was ich sehe. Nichts Besonderes. Das Einzige, was interessant ist, dass wir mal hintergelaufen sind. Ja. Schöne Steine. Ja, du weißt doch gar nicht, welchen Schraubdrücker ich habe. Alles Rückmarsch, Rückmarsch. Alles okay? Alles okay, alles ist gut. Dann geh durch, dass ich weiß, dass alles okay ist bei dir. Ja. Hast du mein Glückstein gefunden? Ja. Für uns dein Buch. Ja. Ich kann nur mein Glückstein mitnehmen. So. Ja. Lauf, was ein paar Mana weg hoch geht. Ich sag dir eins, im Herbst siehst du mehr im Winter. Ja, weil es Laub weg ist. Das ganze Gestrüpp weg ist, ja. Das ganze Gestrüpp ist dann weg. Ja, vorsichtig laufen. Du musst auf den Tritt fallen. So. Wir gehen zum Lindschirm. Mann, du kommst hoch. Achtung. Da ist er hin und weg. Ist das einfach da? Weiter da? Weiter da? Ja, gehen halt. So, weiter zurück, ja? Dann ist das denn? Okay. Oh, auf jeden Fall. Der Wind, der Wind, der Wind. Egal. Und dann so ticken die Sachen. Die Kamera. Achso! Die Kamera.
Wir haben das erkundigt, das Tal da hinten. Was war da? Steine. Wilgestrüpp. Und Steine. Und Brombeeren. Ja, und Wilde. Und so Art Fallen, gell? Ja. War diese Pflanzen. Ja, mal, ja. Wilde Brombeeren. Und das heißt gut, aber nicht. Und da haben Freunde auf dem Kreuz und Hunde drauf geküsst. Das wäre schön, das ist gut. Also jetzt jeden empfehlen. Ja. Nur weil du so vorher alles aufgebrüht hast. Ja, es ist ein Handweg. Ja, es ist ein, ich muss mal, kann ja da. Ja, du weißt jetzt, warum der Pickfreck hat. Der Grütze. Grütze. Ich würde sagen, der Grütze. Nee, sprach nicht sein. Aber bitte dran denken. Die haben ja auch Wildtiere. Und andere Leute, Hunde. Und wenn die müssen, müssen sie mal. Und wenn es so eine Höhe ist, kann es immer sein, dass das Tier gebraucht wird. Keine Ahnung. Ja, egal. Ja, das ist ein so, unser Licht dann rum. Ja, genau. Jetzt geht's wieder auf. Ja, gesehen hast du nicht hier schöne Brombeeren? Ja, das ist nicht so rot. Schön, oder? Das heißt, sie werden noch schwarzer, kann man sie essen. Aua, ja, cool. Dann wollen wir uns ein paar Mal Panoramaweg. Das sind die Dinos. Hätten wir uns ein Brot genommen, können wir uns essen. Haben wir es vorhin gedacht, jetzt haben wir doch gewusst, oder? Ja. So, das Panorama. Was kann man hier sehen? Zwischen Panarbeck, unsere Heimat, zwischen Hohenbühl und Maintal. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich will noch mal sehen kannst, das sind noch Sträucher. Ey, da hast du einen bunten Zapf drauf. Hä? Ja? Ich sag, Wald, Ödel, Brunnen, Schnee, Schau, guck mal. Ja, cool. Aber, siehst du, war das Wacker? Nein. Komisch, oder? Sieht doch auch so, ist das Waldbild drin? Hier. In der Richtung. Ja. Und da vorne ist eine Dorf, ja. Seine Dorf ist da vorne und dann ist. Der Kran ist jetzt nicht drauf. Aber die kleine Scheune ist hier, was ich da aufgenommen habe. Da ist auch hier irgendwo der Nähe der Weg, genau, der da. Genau. Es ist genau in der Flucht. Hier gerade rüber zu Waldbinden wurden. Ja. Da wo die ganzen Winteräder sind, da geht es hin. Ja. Und da sind wir auch irgendwie Heuchlufthörn. Heuchlufthörn? Tauchst du drauf? Rustbeuch, Heuchluf. Ja. Heuchluf, das stimmt. Sorry. Pechberg ist auch drauf. Aber wieso kann man an der Sache nicht sehen?
Fragezeichen. Also ich kann keinen Heuchler sehen. Ja. Nacht und See. Ist es eigentlich weiter links? Nach dem See ist da weiter links, ja, die Windräder, die du gesagt hast. Da ist das eine Windrad. Da hinten die Windräder, da müsste es das sein. Das ist Ding. Das ist hier. Das ist Windrad, da hinten sind die Rand. Die anderen Windräder, da müsste irgendwo Heuchler sein. Ja, da, wo das Windrad ist, das ist eine Windrad, das muss Heuchler sein. Das ist ein Windrad. Ganz hinten noch? Ja, da muss Heuchler sein. Also noch den hier angaben. Okay. Ja, weil ich bei gutem Wetter kannst du es halt vielleicht. Ja, aber es ist doch weiter weg. Das ist gut gemeint, aber. Das ist das nicht was? Was haben wir hier? Heuchler. Ist das okay? Ja. Ich habe nur hier ausgerechnet. Sehen, was ist hier? Würzburg Heuchluft, die so Hochhäuser. Nee, aber hier siehst du nichts. Nee. Würzburg Frankenwarte. Jetzt durch Hochwald und da runter zu es. Aber Würzburg ist. Das jetzt ist die Frankenwarte hier und das ist ein Heuchlof. Das sind ein paar Hochhäuser. Aber ich sehe keine. Ja, bei denen ist es alles gemeint. Ja, du kannst überlegen, ich stehe, du kommst da auch noch Heuchlof und da noch Heuchlof. Da kannst du Frankenwarte, du kannst nicht zu Frankenwarte. Aber das haben sie ja einen nur Würzburg da runter zu es. Und jetzt kommst du eben überhaupt nicht. Ach, nein. Drüben, drüber zu irgendwo. Würzburg. Hey, für nix. Was sucht? Gut. Ja, das Zweite soll das sein, wahrscheinlich. Ja, was auch? Das Zweite im Grund könnte aber wirklich los sein, die Hochhäuser. Ja, das kann sein. In den Windrädern. Da leuchtet auch irgendwas. Nach der Meinung hat das Heuchlof. Da kannst du überall schätzen. Nach den Windrädern ist die weiße Häuser gelassen wird. Das soll der Heuchlof sein. Da hinten sind so lauter kleine Häuschen. Also Leute, das ist Heuchlof. Da in den Hotel. Also wenn ihr jetzt hier seht, die Windräder, da rechts das etwas glänzt auf. Aber nach das links, links ist das sind lauter Windräder, links das letzte Windrad. Da hinten weiß noch Häuser, das ist Heuchlof. Das soll Heuchlof sein. Also das ist der Heller ist. Und kennst du unser Martin? Ja. Wie viel ist es? Ich schaue für die Uhrzeit. Wir haben jetzt 17.38 Uhr. Ja, passt schon. Ja, hier ist eine Kette, das soll ich runterfallen. Wo ist die Kette zum Runterfallen? Nein, hier ist eine Kette, das soll ich runterfallen. Ach so. Ein Steinbruch. Ja, runterfallen. Ich glaube, das war alles von Steinbruch. Ja. Ich laufe über dem Steinbruch. Da ist ein Hund. Wir kommen gleich. Wir sind hier oben.
über den Steinbruch. Da sind wir hier über den Steinbruch. War ein schöner Wanderweg, oder? Ja. Nur wissen nicht, wo es hingeht. Einfach der Nase lang. Da kommen wir irgendwo raus. Und nicht, wo wir raus wollen. Das war's dann. Nein. Der Weg ist zu Ende. Ab da war's ich. Ja, der Weg ist zu Ende. Der Rückstand? Immer ein Stück nach hinten noch. Hey, ja? Uhrzeit. Ich könnte gleich sagen, es ist genau 17:40 Uhr. Genau, das Rücklaufen ist 8 Uhr, bis wir dort sind, 19 Uhr. Wir laufen ein ganzes Stück hinter. Nur müssen wir. Ja, nur mal Stück hinter. Ja. Und jetzt geht es immer schneller. Ich habe mal probiert, sitzt dabei. Auch nur bis zum dem Ding. Ich weiß nicht, was aufwendig ist, oder? Hä? Ist oder ist nichts? Das war's, ein Steinbruch. Das ist da drüben. Ja, ich kann mit dem Berg laufen. Was ist das? Guck mal. Hallo Förster? Hallo Förster? Gibt's heute noch gutes Wild? Was willst du jetzt sehen? Nur Bäume? Komm hoch, nein, es gibt noch mehr. Komm hoch. Oder Aussichtsturm hier? Aussichtsturm. Hallo, musst du weiter aus? Das ist echt schön. Der sieht uns aus. Das ist natürlich noch 5 gemacht. Ja, nicht? Hm? Was ist du hier? Willst du zumachen? Ja, das ist schon gut, dass hier das nicht runterfällst. Ja. Das ist nicht geil, hier runter zu schauen. Ich denke mal, was man da alles sehen kann da drin. Ja. Wahnsinnig. Ey, jetzt einen kleinen Fernglas dabei haben. Ey, das ist so cool hier drin. Ich sehe nichts aus dem Wald. Nein! Bäume. Nein! Du siehst aber das, was du nicht immer siehst. Guck mal, die Kronen da oben. Weißt du, wie die Wedel da hinten? Wie verrückt. Ja. Das siehst du jetzt, guck mal hin, wie das sich bewegt. Ja. Nehmen wir das auf. Ja. Das da. Da drüben. Allein das da, wie sich das Ganze bewegt. Ja. Kriegst du das drauf? Ja. Magst du mal? Hab ich. Die Bewegung hast du aufgenommen? Ja. Das sieht so geil aus, echt, wie das sich jetzt bewegt. Dann muss einen guten Gewalt gehen, zu den Aussichtsturm. Aus Eichen ist, kannst hochlaufen, dann kannst du auch einen Baumkrumm sehen. Ja, aber hier ist es cool, finde ich. Ohne Geschmack. Und es ist langsam zu laufen, wenn wir morgen noch fortgehen wollen. Ist alles okay, aber das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Jetzt musst du anschauen. Alles okay. Wie ist es ausgemacht?
Das ist saisonell, oder was? Ist es zu? Ja, du hast so eine Hilfe. Langsam. Gehst du in der Kamera, sonst wird das was passiert. Ja, ich hab schon eine. Der Schuhbein ist auch noch auf, sodass du mir fällst. So, einfach langsam mal rennen. Ja, machen wir langsam. Ich setze mich auch mal ganz kurz hin, weil ich meinen Schuhbein dazu mache. Obwohl ich ihn gar nicht brauche. Aber ich hält der Schuh nicht aus. Da lang gelaufen, weil das war laut am Weg, kleiner Weg, wo er zum Steinbruch abgezweigt hat, soll der noch einen Weg hochkommen. Schauen wir nach, ob der Weg runterführt, ob der Weg davon gesehen hat, da naja. Eine Frage. Alles eine Frage. Jetzt kommt eine Erlichterung. Und geht dann den Weg runter. Wer sagt, es ist Weg oder kein Weg? Doch, es ist ein Ampelweg. Dann gehen wir da lang, oder? Ja. Da ist ein Ampelweg. Das ist hier zum Steinbruchweg. Meinst du, der Weg ist gut oder nicht gut? Unten ist der Weg. Meinst du, der geht runter? Da geht's doch wieder hoch. Das kannst du vergessen. Wir wissen aber nicht, wie damals muss. Wir wissen nicht, wo es da hingeht. Ja doch, zum Steinbruch. Bist du sicher? Ja, total sicher. Wir wissen es wissen. Der Weg ist von der Oberart entlang, zu mir entlang gelaufen. Ja. Oberart, wir sind den Weg gelaufen. Also laufen wir unterhalb entlang. Aber ich habe keinen Weg uns kreuzen sehen. Was ein? Keinen Weg uns kreuzen sehen. Kreuzen? Ich habe keinen Weg gekreuzt. Nein, ich habe keinen Weg gekreuzt, der unser Wanderfall gekreuzt hat. Hm? Laufen wir da zurück. Weil ich denke mal, wir finden nichts. Da finden nichts. Oh, da kann man sagen, dass die Mauer rauskommen. Richtung runter zum Auto, ne? Das ist ja weit entfernt. Ja, wir müssen zurücklaufen. Was? Am besten legt er zurücklaufen wieder. Lauf mal weg, zurück wieder. Gehen wir zurück, dann der Weg führt dann noch nichts. Lauf mal den Weg, ob wir hochgelaufen sind, da vorne. Wenn man Zeit gehabt hätte, ne? Dann wäre auch weitergelaufen. Ja. Aber Zeit ist uns. Aber du musst ja mal uns hier auch raus. Ja. Yes. Deswegen kein Zeitrealer, den Weg zu gucken. Das kannst du nur machen, wenn du Zeit hast. Dann laufen wir den Weg zurück wieder. Zurück zum Steinbruch. Baum, ja. Der sich beugt. Ja. Stell dir vor, wir laufen gerade durch. Und über uns kracht er auf den Zaum. Nein.
Nein, da bräuchte ich doch nur wegen dir. Okay. Du König. Super. Du König der Abendmahl. Genau. Da steht dann noch hier B1 drauf. Deswegen. Ja, B1. Da ist das Sägehäuschen. Das wird schon wieder einfallen. Steht auch wieder B1. Vielleicht ist es schon weg. Bitte, bitte, 1. Das ist ja Bundesstraße 1. Ja. B19, B13. Oh ja, der Platz. Baum. Nein, Baum. Platz 1. Baumweg 1. Baum 1. Baumweg 1. Genau, Baum 1. So, wo wird das andere Weg jetzt geändert? Da, da sind wir rausgekommen, guck. Ja. Da ist der Wanderpfad. Ja. Hier kommt er raus. Wir haben nur da weitergelaufen, also hier oben ist gewesen. Hier waren ja zwei entfernt. Ja, das war einfach das war eigentlich, weißt du, was für eine Tiere, so ein Pfad. Die Menschen machen mehr Abdruck, das waren Tiere. Es gibt mehrere Trampelpfade. Nur zwei Trampeltiere. Die marschieren. Also ich denke, der geht hier runter. Ja, klar. Einmal bitte links abbiegen. Links abbiegen, ja. Links, gleich. Genau. Ja, geht's hier runter. Ja. Ja, so eine Art Straße. Baum, Baumweg 1, sag mal einfach. Nein, Baumweg. Es gibt Bundesstraße B14 und es gibt dann Baumweg 1. Baumweg 1. Nein, das ist jetzt eine Traumfahrtrunde. Oder sind wir doch auf der Bundesstraße 1? Nein, das ist jetzt eine Traumrunde. Hüttenheim, Seinsheim. Da laufen wir lang, was wunderschön hier ist. Ja, was wunderschön ist, laufen wir da lang. Cool. Kann ich gleich mitnehmen. Wir machen den Weg zurück. Zum Herkommensend. Deine Zeit ist gegen uns. Wir allein gegen die Zeit, gell? Allein gegen die Zeit. Was? Wir alleine gegen die Zeit. Ja, da geht es zu schnell die Zeit. Ja. Haben wir mal was angeschaut und ist wieder raus. Ja, sorry, ich habe heute einfach nur Halsschmerzen. Hab schon Apotheker gekauft, dann diese Lutschtabletten von Dreh, von Kaufland. Ja, für 3 Euro bringt schon was, aber sind nicht so gut für die für 10 Euro von der Apotheke. Die werden schon besser. Ist halt so. Deswegen müssen wir anständig hier zu reden, versuchen. Da müssen wir noch zurücklaufen. Dann laufen wir noch gerade zurück. Oh. Unser Panorama-Weg. Panorama-Bild. Hey,
Das ist zurück am Panoramabild. Yeah. Von hier aus kann man Hornloch sehen. Yeah. Und Waldbildgrund und so weiter. Würzburg und so weiter und so fort. Also wir können von hier aus bis nach Würzburg schauen. Das ist Würzburg nicht weit weg. Jetzt drehen wir uns um. Na, unterlagen. Ja, nach vorne. Nach vorne. Ja. Ja. Ho, ho, ho! Die Wette gilt! Lauf was mal runter? Ja, wenn du zu spät kannst, dann bist du hier schon, wenn du den aufhören willst. Ne? Das Ding ja sagt nein. Ja, egal. So viel Gewicht. 2 Meter drückt auf die Straße. Weißt du was? Hier wird es langsam dunkler, hä? Ja. Das wird eine Menge dunkler. Soll ich hier drinnen schwimmen? Gut, take easy. Du weißt schon. Ja, ist nicht, es anfängt zu regnen. Ja. Und jetzt verlassen wir hier alles. Das wird schauen, wir zum Auto kommen. Jetzt geht's alles wieder runter. Jetzt geht's runter. Was laufen muss, muss haben wir runter. Was rein muss, muss wieder rauf. Hey, ja, der Baum ist hören. Der Baum ist umbrach. Hey. Was hoch muss, muss haben wir runter. Was rein muss, muss dann auch immer wieder raus. Ja. Ey, dann. Oh, das ist jetzt sicher. Das ist anderes. Das ist wieder was in die Schlange. Eine Hexe runter. Was reingeht, muss jetzt immer raus. Vielleicht wäre das auch unser Fall gewesen dann. Das ist eine Frage der Frage, oder? Ja. Ich denke, ob wir da rauskommen. Wäre vielleicht. Du weißt ja nicht, wie der verläuft. Vielleicht läuft er auch da anders lang. Ja. Vielleicht läuft er dann wieder nach rechts so lang. Ja, da sind sie nicht. Beim nächsten Mal könnte man auch nicht dafür. Ja. Jetzt geht's alles wieder runter. Nicht zu schnell hier oben. Wir laufen schön vorsichtig runter. Genau. Wir haben Zeit. Denn sonst. Sag mal aua. Wenn wir sonst sag mal aua. Aua, aua, aua. Ich will doch kein Aua haben. Aua, aua, aua. Aber der Weg war wunderschön. Ja. Mir hat's gefallen. Durch die Steine zu laufen. Wunderschön. Große Steine, als er es neu gemacht hat. Von 1856 oder was. Vorsicht. So ein scheiß Ding. Stachel. Aua. Hab ich doch gebiegt. Jedenfalls. Der Weg hier hochlaufen lohnt sich, auch wenn es anstrengend ist. Also ich habe auch schon Asthmatiker. Nein, ich habe keinen Spray dabei. Ich habe einen Therapiespray, das muss ich noch grün abends nehmen. Das schaut also rosa aus, so pink oder sowas. Komische Farbe, aber früher gab es das gelbe Silikonspray, jetzt gibt es einfach nur noch diese Therapiesprays, die man grün abends nimmt. Und morgen gehen ist Überraschung, bei schönem Wetter probieren wir neue Thermen aus oder neue Buchrinne und sowas in der Richtung. Bei schlechtem Wetter gehen wir sowas, was schon ein paar Mal waren, noch nie 90% zusammen, gell?
Immer nur Sauna waren. Weil die Rutschen dann ausgeschaltet waren, wenn wir gekommen sind, gell? Ja. Das ist ein schlechtes Wetter, wenn es den ganzen Tag noch regnet. Weil die eine Therme hat auch eine Sauna. Und das ist auch eine Burgruine. Und ist sogar ein bisschen näher. Und hat innerlich keine Bad Kissingen. Mehr müsst ihr euch fragen, sonst wird es ja nicht spannend. Ja, ich lasse auf Selfie laufen. Wir sind hintereinander. Müsst ihr was sagen? Was denn? Egal, nicht morgen. Was war? Heute bist du gefahren, morgen fahre ich. Ja, ich fahre jetzt mal ab, wir haben alles nur verstanden. Morgen könnte wieder was anderes sein. Nein, morgen fahre ich. Ja, das sagst du. Dann sagst du wieder was anderes. Ach Jürgen, du fährst überwiegend immer hin, das ist okay. Nee, ich bin schneller. Nee, weißt du ja, mein Auto hat das, was du dir nicht vorstellen kannst. Nein, machst du schneller. Eigentlich, nein, es sind 10 Lichter. Okay. Aber so kann ich auch ein bisschen mein Diesel sparen. Da könnt ihr das auch als euch selber bezahlen. Bin ich nicht anständig und großzügig? Ja. Und bin ich nicht gnädig? Und da geht's wieder runter. Da haben wir den ganzen Weg geschafft. Da ist dann die Sonne. Da hinten ist die Paradiesscheune. Paradiesscheune ist so eine Art Wirtschaft. Ist so ein Stuhl dabei oder so eine Linie dabei? Die Paradiesscheune ist eine Art Wirtschaft, glaube ich. So was zur Vorbeifahren gesehen und da sind halt sehr viel los bei schönem Wetter. Eine, ja, gut gemachtes Zeug. Und da sieht man, wie der Regen hier alles ausgewaschen hat, gell? Wenn es regnet, hier runterläuft und alles gewaschen ist. Ja. Die Regenrinne. Also Regenrinne. Ja. Also Pütze, Kanal. Ja. Es abfließt. Also ein Regenfluss. Ja. Fluss. Ja. Ein Flüssle. Ein Regenflüssle. Flüssle. Regenflüssle. Und das haben wir am Ausgangspunkt. Da unten steht ein tolles Auto. Echt? War wo? Ja, da unten. Das ist doch gar nicht. In der Kotter gelaufen. Und da haben wir uns auf einmal gekocht. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wow. Mein Blitzer fliegt davon. So stark ist der Wind. Aber wenn Sie wollen, können Sie kaufen. Für 10.000 Euro noch ein Angebot hier. Diesel Skoda Fabia, 1,5 Liter, Flash Kombi, Baujahr 2013, mit 240.000 Liter. Wollen Sie kaufen? 1,6 Liter Diesel Turbo mit 105 PS, starke und sparsamer Motor, der über 400.000 Liter aushält. Und soll mir Dankeschön sagen, du bist klasse.
echte Kinder. Und so geben wir 30.000. 30.000? Ausgemacht ist 30.000. Nein, und wir kommen zu Tirndorf und Landbeschwimmen. Da habe ich meine 20.000. Hab ich 20.000? Sie haben 30.000. Ich kaufe das Auto für 10.000. Gibt es immer ein Auto gehabt? Für 10.000? Und Sie haben 30.000. Da bin ich ja nicht mehr von mir. Aber nur was ich nach dem Umsatz. Wer hat denn Uhr gedreht? Es ist hier so spät. Wenn wir zu lang warten, kommt der unser böser Geist her. Die Blenden da. Weißt du? Ja. Komm, ja, ciao. Tschüss! Ist das raus, das Bild auch? Ja. Hey, da haben wir uns doch Platz auch. Guck mal. Das ist unser Platz. Und wo ist das? Wo ist meine Cola? Wo ist mein Bier? Mein Frosch? Hunger! Wir haben Hunger, Hunger, Hunger! Aber wenn der Wind laut ist, dann sind wir noch lauter. Richtig laut. Ja, bei uns hören kann das nach Würzburg. 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 Und jetzt wollen wir unter... Frei Bier. Alles wird gefilmt mit dem Handy! Nur mein Handy! Fertig! Ja, mit original Windgeräusche! Ja, der Wind betreibt die Wolken, die Regenwolken! So mit bleiben wir trocken! Ja. Haben wir nur unser Föhn angelassen! Aha, so sieht das natürlich aus! Und ab morgen ist das Steinbach wieder offen! Es war ja zu, ja, seit Monaten wegen Steckbänder! Was war zu? Standardbad, Freibad, das Geisterbad! Ja, morgen hat es zu, wenn es wieder schlechter ist! Das ist doch mal so bei, sorry, was ist halt so? Tut mir leid. Regen, sagen wir so. Ja. Sagt der Wetterdienst. Ja, er hat die schönste Wetter gehabt. Die ersten drei Wochen. Super, now. Und dann? Also, wir gibt euch, also nicht nur zwei, für alle Kinder, die jetzt das Geld haben, Bayern, am Mittag. Ist halt so. Einfrieren, wir sind auch Urlaub gehabt. Solche Sommerferien, wo es mal geregnet hat. Ist halt so, gell? Ja, ich. Was ihr machen könnt, ganz einfach, Museum, Kino gehen, Zauberkorken, DVD schauen, Amazon, diese drei Videos einladen, Streaming, YouTube schauen, TikTok schauen, Serien gehen, Zocken mit der Konsole, Wanderwege, Schwimmen gehen, Laufen gehen, Sauna, Therme, Fitnesscenter, alles was ihr euch vorstellen könnt, mit der Marke. Das ist alles, was man beim Regen oder machen kann. Na, langweilig. Also, so mach ich's dann. Also, jetzt müssen wir gleich sprechen. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschauen. Wir haben es noch wieder. Wir freuen uns, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, los ist der andere. Wir hören uns bald wieder. Schönen Urlaub. Die viel Urlaub haben. Schöne Pferde, die Pferde haben. Schönes Wochenende, die ein Wochenende haben. Und rest einen schönen guten Tag! Und vergesst uns nicht! Vergesst uns nicht! Genau. Wenn ihr uns lieb habt, dann gebt ein Like! Like! Und lasst ein Abo da! Und wenn ihr wollt, könnt ihr kommentieren! Ja! Und dann, wenn ihr mich treffen wollt, beziehungsweise was ihr unternehmen wollt, filmen, egal was, nichts sehen wollt, machen wollt, was ihr da tun wollt,
Egal, yeah. Egal wie alt ihr seid, wie schlecht ihr habt, egal. Einfach schreiben, Instagram, TikTok oder hier kommentieren. Mein Instagram, Daniel Jones der Abenteurer, mein TikTok, Justus der Abenteurer 13 und mein YouTube-Kanal, YouTube-Channel, Daniel Jones auf der Suche nach dem Abenteuer und ich bin der Justus König. Alles, Informationen dazu, zu meinen sozialen Netzwerken, Profile, findet ihr auf meinem Video, dieses Videos, einfach schreiben in das YouTube-Videos, runterscrollen, Namen und Link, seht ihr hier. Wir sind Schluss für heute, Game Over. Aus! Schnitt! Cut! Davon gehen! Auf! Ach, da ist der Ding! Hör auf! Gehen Sie weiter! Hallo und herzlich willkommen! Manege frei für die fünf Freunde! Das erste Mal ohne Eltern unterwegs! Genial! Die fünf Freunde sind zurück! Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Thank you.
Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Ab das Tor, genau das Tor. Komm, komm mit. Komm mal raus. Komm mit, komm mit. Mach mal komm mit. Lass mit mir so ein Stück. Wenn du so, dann können wir raus. Nein, ich muss dir so laufen. Also gut. So. Nochmal voraus. Kommen Sie zurück? Zurück jetzt? Achso, jetzt zurück. Achso, ja, hallo. Nochmal. Das eine schon auch schon mal hochlaufen wird, das andere, wenn wir runterlaufen, kommen. Nein, das ist gut. Komm mal, schneiden, was du brauchst. Okay. Komm mal. Der ist der Eingang. Danke, Herr Schön. Da haben wir das.